Und zugeschaltet ist mir nun Thorsten Frey. Er ist der parlamentarische Geschäftsführer der CDU. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Abend, Frau Werther. Wenn Sie Wolfgang Schäuble beschreiben müssten, was hat ihn ausgemacht? Was hat ihn von anderen Politikern unterschieden? Zunächst einmal war er ein monumentaler Politiker, der allein schon durch seine 51-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag seine Jahrzehnte in Partei-, in Regierungs-, in Parlamentsämtern Herausragendes für unser Land geleistet hat. Und ich glaube, wenn man auf das Lebenswerk von Wolfgang Schäuble zurückblickt, dann wird er natürlich als der Architekt des Einigungsvertrages in Erinnerung bleiben, als derjenige, der sich in besonderem Maße für die Aussöhnung mit Frankreich und Polen und auch die Idee der europäischen Integration eingesetzt hat. Und er war auch der Finanzminister, der nicht nur geistiger Vater der Schuldenbremse war, sondern auch 7-mal in Folge einen belastungsfreien Haushalt vorgelegt hat. Wie hat Schäuble die Partei geprägt? Was ist sein politisches Vermächtnis? Ja, es sind zum einen die politischen Leistungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, und viele darüber hinaus. Aber es ist aber auch der Mensch Wolfgang Schäuble, der mit seiner Weitsicht, seiner Kompetenz, seiner Souveränität eben auch in der Lage war, die Dinge einzuordnen und damit auch für viele jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Vorbild war. Ich erinnere auch daran, dass er mit einem unbändigen Fleiß, mit Disziplin und auch einer gewissen Brutalität sich selbst gegenüber seine Pflichten erfüllt hat. Das galt nicht nur in den Aufgaben, die er für die Bundesregierung wahrgenommen hat, auch auf europäischer Ebene, sondern es galt beispielsweise auch darin, dass er als Abgeordneter in den letzten Wochen sicherlich so häufig an Plenarsitzungen teilgenommen hat wie kaum ein anderer Kollege. Und das zeigt einfach, dass das Thema Disziplin und Pflichterfüllung für ihn ganz zentrale Momente seiner Tätigkeit sind. Disziplin, Pflichterfüllung. Ich würde da gerne noch das Wort Loyalität hinzufügen. Er war loyal Kohl gegenüber, auch Merkel gegenüber. Beide haben ihm das nicht wirklich gedankt. Also für was für eine CDU stand auch Wolfgang Schäuble? Und wird er auch ein Unvollendeter in der Union bleiben, weil er eben nie Bundespräsident, nie Bundeskanzler wurde? Nein, ganz sicher nicht. Wird ganz sicher kein Unvollendeter bleiben, sondern ganz im Gegenteil. Er ist eine Persönlichkeit, die für sich steht. Und die Tatsache, dass er neben enormen politischen Erfolgen eben auch persönliche Niederlagen erlebt hat, wie Sie es beschreiben, das zeigt einfach, dass für ihn die Aufgabe und der Dienst am Land immer wichtiger war als die Ämter, die dahinter standen. Das war sozusagen Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck für ihn. Und deswegen glaube ich, steht er wirklich für einen Politiker, der den Satz zunächst das Land, dann die Partei, zuletzt die Person selbst in einer ganz besonderen Art und Weise gelebt hat. Und damit ist er auch ein großes Vorbild für uns alle. Thorsten Frey, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend an diesem traurigen Tag für die Union. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Werther. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.